Blitz und Donner. Ein Naturphänomen, das sich alljährlich in den Sommermonaten wiederholt. Früher wurden diese sonderbaren und lautstarken Phänomene in der Luft noch als Zorn der Götter verstanden. Im Deutschen Museum in München werden sie seit 55 Jahren in der Hochspannungsvorführung simuliert. Wie entstehen Blitze? Die meisten wissen, dass ein Blitz eine Entladung in der Luft darstellt. Doch was genau entlädt sich? Und wieso knallt es dabei? Dr. Frank Dittmann leitet die Energie- und Starkstromabteilung des Deutschen Museums. Für ihn sind Blitze kein Geheimnis. Wenn wir hier die Erdoberfläche haben, ist die Erdoberfläche ja nicht überall gleich. Es gibt Wasser, es gibt Felder, es gibt Wälder. Und diese Erdoberfläche erwärmt sich also unterschiedlich. Und es gibt einen Aufwind. Und dieser Aufwind nimmt Wasserdampf mit. Dieser Wasserdampf wird dann zu Eiskristallen kondensieren. Diese Eiskristalle werden immer schwerer, weil immer mehr Wasser hintran kommt. Und hier oben werden die Eiskristalle so schwer, dass sie wieder nach unten sinken und gewissermaßen dann hier wieder zu Wassertröpfchen werden. Und das geht dann so in einem Kreislauf rum. Und was dabei noch passiert, ist, dass Ladungen getrennt werden. Und in einer normalen Gewitterwolke ist es so, dass hier unten negative Ladungen sich ansammeln werden und hier oben die positiven. Und es ist ganz klar, dass diese Potentialdifferenz auch ausgeglichen werden muss. Das geschieht durch einen Blitz innerhalb der Wolke. Aber etwa 10% der Blitze werden eben auch auf die Erde durchschlagen. Es ist also eine Ausnahme, im Grunde ein Blitz, der auf die Erde kommt. Deswegen sind sichtbare Blitze während eines Gewitters auch etwas Besonderes. Weitaus häufiger blitzt es in der Wolkendecke, weltweit ungefähr 100 Mal pro Sekunde. Genauso oft donnert es auch. Wieso sind Blitz und Donner untrennbar miteinander verbunden? Dr. Frank Dittmann weiß die Antwort. Der Blitz ist ja eine Entladung und es fließt ein sehr hoher Strom, bis zu 20.000 Ampere. Und dieser hohe Strom macht sozusagen eine ganz große Wärme, bis zu 30.000 Grad Celsius. Und dadurch wird die Luft, die ja sehr heiß ist, will sich expandieren, will sich ausdehnen in dieser ganz kurzen Zeit. Und das macht letztlich den Knall. Dieses Wissen kann man sich auch zunutze machen. Da der Schall des Donners langsamer wandert als das Licht des Blitzes, gibt die Zeitdifferenz zwischen den beiden Aufschluss über die Entfernung des Gewitters. 3 Sekunden Zeitverzögerung entsprechen so ungefähr 1 Kilometer.